Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinen Namen sprechen. So war es mir, als brenne mein Herz ein Feuer, eingeschlossen in meinen Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja.
Vater unseres Herrn Jesus Christus, erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jenem Tag begann Jesus seine Jünger und erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von dem Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er aufstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Verwürfe. Er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme seine Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinem Willen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Am heutigen 22. Sonntag im Jahreskreis scheint das Thema der Versuchung wie ein roter Faden durch die drei Lesungen zu führen. In der ersten Lesung: Da hast du mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. An jedem verhöhnt mich. Weiter in seiner Lesung: Paulus, sich nicht dieser Welt anzupassen. Und dann am Ende haben wir im Evangelium steht,
dass Jesus seinen Jüngern sagt, wer mich nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die Genusssucht scheint sich der Hoffnung entgegenzusetzen und fordert den Menschen dazu, alles daran zu setzen, jegliches Leid zu reduzieren, wenn nicht gar um jeden Preis annullieren zu wollen, um das Gewünschte zu erreichen. Wie kann das Leid derjenigen, die dem Wort folgen wollen, in positiv Verhalten und Hoffnung verwandelt werden? Was kann man tun, um wegen des Wortes Gottes nicht zu leiden? Gemäß Jeremia brennt das Wort Gottes im Herzen wie ein Feuer, wenn man sich vernimmt, nicht mehr an den Herzen zu denken und nicht länger in seinen Namen zu reden. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, sich zu ändern, indem man sich von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann kann man beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und Matthäus vermerkte das, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für den Herrn ansetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jeden nach seinen Taten richten. Was so viel bedeutet wie haltet Augen und Ohren offenen, ihr Menschen. So, nebenbei gesagt, wird die Aussage, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss seine Kreuz auf sich nehmen und ihm mir nachfolgen. Oft unpassend eingesetzt, um zum Beispiel, was uns im Leben zustößt, zu rechtfertigen. Nichts falscher als das. Denn sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, dass das Leben jedem von uns ein eigenes Kreuz mitgegeben hat, das man jedoch selbst und mit Hilfe von anderen Menschen, von Wort und Gott tragen kann. Wenn wir also dem Wort folgen wollen, müssen wir in enger Beziehung mit ihm, mit dem Herrn leben und wenn nötig dafür sterben. Denn gleich, ob wir leben oder sterben, das Wort agiert in uns, mit uns und von allem durch ihn, der Herr, der dem Wort mit Verstand gefüllt und
Leidenschaft den nötigen Halt gibt. Kurz sagt, sollte man jedem demjenigen folgen, den Gott auf die Erde gesandt hat, um Menschen zu werden. Man soll auf seine Nächsten achten, auf seine Partner, Partnerin, auf die Kinder und auf jeden Erdbewohner, die sowohl im Guten als auch im schlechten Zeit, in Zeiten der Freude und des Kummers, in Zeiten der Gesundheit und der Krankheit, jedem Tag immer da, um sich so vor der Gefahr zu schützen, loslassen zu wollen und sich dem Trugbild der Welt anzupassen. Zum Schluss einige Fragen, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Erste Frage: Gibt das Wort mir persönlich ein beklemmendes Gefühl oder ist es ein Hilfsmittel, um mein Christsein voll und ganz zu leben? Zweite Frage: Ist das Wort für meine Familie eine Schütze und wie wird es innerhalb der Familie belebt? Dritte Frage: Hilft das Wort der Gemeinde, Barmherzigkeit zu finden und zu geben? Zitieren wir unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, den angeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren und gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, hingeschrieben des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, von Gott zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus ruft uns in seine Nachfolge. Wir dürfen ihn auch nachmen als den großen Beter und mit ihm unsere Bitten vor dem himmlischen Vater tragen. Wir beten für die Kirche, dass ihre Glieder nicht aufhören, nach deinem Willen zu fragen. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Für alle, die wegen ihrer prophetischen Schau Unverständnis und Verfolgung erleiden, und für jene, die sie ausschalten möchten. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns.
Für all jene, die ein schweres Kreuz zu tragen haben, dass sie auch die nötige Kraft erhalten. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Für uns selber, dass wir den Mut haben, in unserem Leben immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen und ihn dann auch zu tun. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Für unsere lieben Verstorbenen, dass sie Nachlass ihrer Schuld und den Lohn für ihre guten Taten empfangen. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Sterbetage haben diese Woche Engelbert Naderer, Johann Raab. Und in die Messdimension nehmen wir heute hinein Aloysia Wegerer für verstorbene Nachbarin Hermine und Julius Wippitschlager, Maria Hintreiter für verstorbenen Engelbert Diesenreiter. Herr, unser Gott, erhöre uns. Herr, unser Gott, erhöre uns. Gott, Vater Jesus Christi und unser Vater, erhöre unser Bitten. Schau nicht auf unsere oft geringe Kraft und Liebe, sondern auf die große Liebe deines Sohnes und erhöre uns durch ihn, unseren Herrn. Amen. Unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen, was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist wirklich und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren Jesus, Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünde getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor deinem Gesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als dem Tag, an dem Christus von dem Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es an Jünger und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns einen Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern,
die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie ja verstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in deiner auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, du deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir vor Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mache uns bereit, dir in unseren Brüdern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Heute ist um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Am Mittwoch ist um 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung, um 19 Uhr Heilige Messe. Am Donnerstag ist die Frauenmesse. Am Freitag feiern wir Maria Geburt. Am Sonntag ist um 7.30 Uhr Frühmesse, um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst und um 11 Uhr die Taufe Sophie Beileitner. Am Mittwoch ist Stammtisch für pflegende Angehörige um 19.45 Uhr im Gemeindeamt. Der Mittagstisch des sozial-karitativen Arbeitskreises ist am Donnerstag in Oberndorf. Von Freitag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr ist wieder 24-Stunden-Anbetung in der Kirche. Wer eine Zeit im stillen Gebet übernehmen möchte, bitte in der Liste eintragen oder einfach frei eine Zeit im Dank- und Bittgebet in den persönlichen Anliegen vor Gott verweilen. Am Samstag ist Herbststadt für alle Ministrantinnen. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Kirche. Hinweis: Am Freitag ist in Unterweißenbach ein Konzert der Domkosaken. Mehr dazu ist im Aushang nachzulesen. Die Pfarre Rechberg lädt am Samstag, 9. September und Sonntag, 10. September um 15 Uhr zu einem musikalisch und geistlich sehr ansprechenden Kindermusical für die ganze Familie ein. Herzliche Einladung zu Exerzitien mit Pater Dr. Josef Badackel im Haus St. Antonius in Krain. Von Donnerstag 14.09 Uhr bis Samstag 14.09 Uhr zum Thema Bleibe bei uns her. Anmeldung bei Familie Haselhofer. Der Herr sei mit euch. Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.